Auf zum Schaukelbaum! Zum Schaukelbaum. Ja, besser zum Schaukelbaum als zum unsichtbaren Schneemobil oder nee, Bootmobil, genau so heißt es. Ja, Edna folgen. Hä? Hallo Lee, hi. Du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Also da hat mir der alte Harvey doch etwas besser gefallen, der gute Harvey aus Edna bricht aus. Da war schon wieder dieser lustige Hase von vorhin. Einerseits freute sich Lilly über die Gesellschaft, andererseits wollte er sie nicht vom Schulgelände lassen. Und Lilly sah gar keine Schnur zum Hypnotisieren. Sie brauchte einen besseren Plan. Tja, können wir mit ihm reden? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Ah ja, okay. Tja. In der Komposttonne ein Paradies. Lilly kommt. Nichts Neues. Fliegerbombe. Wollknäuel? Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Lol. Wieso hat sie denn jetzt das... Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Na sowas. Vielleicht mit Harvey? Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie! Das ist ja... Boogie. Das war zu einfach. Boogie. Boogie. Nicht so aggressiv hier, Herr Hase. Mr. Harvey. Oha. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Der Dämon. Ja, und Birgit hängt hier auch rum. Wie man sieht, sogar dreimal. Was haben wir hier? Knochenhaufen, Harvey-Spinne. Der oberen können wir nicht agieren. Teergrube. Dann erstmal sehen, was hat die Harvey-Spinne uns denn zu erzählen. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Tja, das ist eine gute Frage. Wie können wir das unserem russischen Spinnenfreund hier, also unserem Freund mit russischem Akzent, wie können wir dem das wohl... Ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal in die Teergrube. Die Teergrube blubberte einladend. Leider hatte Lilly keine Zeit für ein Bad. Warum das denn nicht? Kann ich gar nicht verstehen. Ja, und der Knochenhaufen? Zwischen all den abgenagten Menschenschädeln lag eine Rippe, die Lilly an das Horn eines Einhorns erinnerte. Lilly war begeistert. Ah ja, das Horn eines Einhorns. Sie wollte immer ein Einhorn haben. Warte mal. Lilly hatte eigentlich... Man konnte ja, aber die... Okay. Und dann Teergrube Klebstoff. Und warte mal. 1, 2, 3, 4 mal 2 macht 8. Tja,
Da haben wir denn das Einhorn mit Lilly den 8 Beinen. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Zotzi! Zotzi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Tja, so einfach kann's gehen, ne? So, jetzt haben wir hier den guten DJ HW und den Feuer HW. Obwohl, der sieht gar nicht aus wie Feuer HW, eher wie Super Saiyajin HW. Ne, das hätte ja unsere beiden Freundinnen hier gefallen. Zuka und... Schon wieder vergessen, wie die andere hieß. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Tja, was ich nochmal machen wollte, ich wollte mal auf Ednas Karte gucken. Auf die Karte würde sie später... Okay. Dann... Erwachsenen widersprechen, aktivieren. So, Edna folgen. Hä? Mit wem soll ich jetzt sprechen? Kapitel 2. 2. Ednas Versteck. Und Errungenschaft freigeschaltet. Die Klosterschule. Ach, Steam ist toll. Sag mal, wie viele Kapitel hat denn das Spiel? Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Da. Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Tja. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Ja, da sowas. Also langsam beginnt dieser Hase echt zu nerven. Hä? Dann gehen wir der Karte mal hinterher. Karte. Sag mal, hat die Karte jetzt Termiten oder what? Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand.
Topografie-Utensil. Na, das ist ja auch was. Oh, ein schickes Fahrrad, das ist ungefähr so groß wie Lilly selber. Wenn bei Lilly die Luft raus war, dachte sie an Dinge, die ihr niemand nehmen konnte. Knochen. Wenn bei Lilly... Knochen. Ja, können wir die mitnehmen? Ja, jetzt haben wir eine formschicke Luftpumpe. Das musste das Polizeiauto sein. Ja, wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Pizzakarton. Können wir den auch noch mitnehmen? Chilischote. Her damit. Pizzakarton. Achso. Na klasse. Tja, Gitterfenster. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Und auf gar keinen Fall um ein Gefängnis. Tja, Luftpumpe. Chilischote. Ja, das ist eine Chili, Lilly. Oh Gott. Ich gebe gerne den Ruf ab hier, ne? Schlechteste Wortwitze und so weiter, weil, Alter. Ja, das ist eine Chili, Lilly. Ist ja lustig. So, ab ins Dorf. Denn irgendwie mal zusehen, dass wir die Karte bekommen. Ja, gehen wir mal rein und dann fragen wir mal den lustigen Polizeibeamten, wie wir denn an die Karte kommen können. Ja, Herr Tutorial, da ist er ja wieder. Was? Oh, puh, nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Nee. Na, so ein Glück. Ich wäre nur höchst ungern vor die Tür gegangen. Seit Dr. Marcel die Leitung seiner Anstalt schleifen lässt, wimmelt es hier nachts nur so von entlaufenden Irren. Am besten, man bleibt zu Hause und versteckt sich hinter seinem Schreibtisch. Das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Oh ja. Ja, was können wir hier? Dose Valium? Valo sagt direkt, dieselben Valium-Tabletten hatte die Oberin vergangenes Jahr benutzt. Die besseren Ergebnisse erzielte man aber mit Morphotinol akut. Ja, sämtliche Metamorphine, also die sind immer gut. Können wir die mitnehmen? Ja, können wir. Weingummis! Die Weingummis sahen lecker aus. Lilly nahm das als Indiz dafür, dass sie nicht essen durfte. Zack! Mit damit, her damit. Die Wein... Ja, das... Valo sagt die... Nix Neues, so, kommen wir irgendwie an die Karte ran. Die Karte lag außer Reichweite. Verdammt, was ist das hier? Alkoholtester. Ja, ja, wie jetzt? Ist doch gut, dass du nicht betrunken bist, Lilly. Was haben wir hier noch? Gelber Stift. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Oh, Alter. Ja, dann nehmen wir den gelben Stift doch mal mit. So, was wäre denn das nächste Verbot? Alkohol trinken. Ah ja. Polizist? Ja. Du schon wieder? Willst du jetzt etwa doch Anzeige erstatten? Ja, ich darf doch nicht lügen, aber... Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Dr. Marcel oder Lilly? Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben... Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Aha. Psst, nicht so laut. Der Doktor... ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Na toll, jetzt müssen wir noch irgendwie Beweise ranholen. Du schon wieder? Willst du etwa wieder Anzeige erstatten? Ja. Aha. Oh je, oh je. Und wie? Ja, mich selber. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du.
Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Ja, eine mehrfache Mörderin, obwohl, naja, Mörderin, das waren ja alles nur Unfälle. Ja, wie kommen wir denn jetzt an Stoff ran? Tja, mehr gibt's hier denn auch nicht. Also wieder ab ins Dorf. Hm.